Die nächste große Neuerung von KTM ist da und nun auch endlich das AMT Live in Action. Die KTM 1390 Super Adventure S Evo ist jetzt hier neu und alles, was du wissen willst in diesem Video, grüß euch. Mein Name ist Tom und das ist motochecker.at, die Motorradvergleichsplattform im Internet. Und ganz ehrlich, die große Frage war ja, was kommt mit AMT? Und das erste Modell, das wir jetzt erleben, ist die Super Adventure. Die wurde jetzt komplett neu vorgestellt und ich bin schon sehr gespannt, was die so drauf hat. Denn ganz klar, da ist einmal Zweizylinder, Viertakt, 75 Grad, Euro 5 Plus konform. Wir haben jetzt statt 1300 Kubik 1350 Kubik. Das bringt uns 173 PS bei 9500 Umdrehungen. 145 Newtonmeter bei 8000 Umdrehungen. Darüber hinaus haben wir die neue Camshift-Technologie verbaut, die uns Leistung gerade in unteren Drehzahlbereichen besser liefern soll. Wobei, ich war der Meinung, dass der alten 1290er das nicht gefehlt hat. Jetzt haben sie es noch stärker und sozusagen auch noch intensiver in dieser ganzen Geschichte gemacht. Und nicht exakt das schauen wir uns dann an, wenn wir wirklich mit dem Motorrad fahren. Das wird nicht in den nächsten Monaten soweit sein. Fakt ist auch, diese Camshift-Technologie soll den Spritverbrauch senken. Aber der angegebene Spritverbrauch ist bei 6,7 Liter auf 100 Kilometer ready to race. Hat sie 23 Liter Tank circa und davon sind 5 Liter Reserve. Wichtig ist auch, der Wartungsintervall hat sich geändert von 30.000 Kilometer auf über 60.000 Kilometer, könnt ihr jetzt mit diesem Motorrad schon zurücklegen, ohne einen Ventilservice machen zu müssen. Jetzt stelle ich das mal bitte vor, 60.000 Kilometer Ventilspiel einstellen. Wenn ich jetzt nur mal auf den Gebrauchtbörsen schaue, dann stellst du nie wieder in deinem ganzen Leben diese Ventile ein, weil die meisten Bikes haben zwischen 10, 20 und maximal 30 oder 40.000 Kilometer drauf. Dementsprechend richtig krasse Leistung. Stellt sich die Frage, ob die Qualität dann vom Motor Bestand hat. Aber natürlich bei 170 PS ist das eine echte Ansage, dieser niedrige Wartungsaufwand. Aber die größte Neuerung an dem Motor ist wohl das AMT, das nun verbaut worden ist. Das ist im Endeffekt dasselbe System wie bei Yamaha, nur der Unterschied ist, wir haben hier einen Schalthebel und am Lenker ein Bedienelement, womit wir die Möglichkeit haben. Also wir haben beide Optionen, können dann unterscheiden zwischen manuellen Fahren, also klassischen Motorradfahren, so wie wir es kennen, und aber auch automatischem Fahren, so wie es sozusagen beim AMT üblich ist. KTM hat das vor einigen Wochen vorgestellt. Aktuell schreiben sie in der Presseaussendung, es ist exklusiv für dieses Fahrzeug. Darüber hinaus haben wir jetzt auch ein verbessertes Abstandsregelsystem verbaut in dem Fahrzeug. Und ehrlich gesagt, wenn man sich die Optik von der Seite anschaut, dann erinnert das so ein bisschen an die 1050er Adventure. Oder was meint ihr? Ich finde, es hat eine durchaus starke Ähnlichkeit dazu. Bei der Fahrwerkstechnik gibt es auch einen großen Schwerpunkt und das nennt sich neueste Generation vom WP semiaktiven Fahrwerk, das SAT. Eine Upside-Down-Gabel vorne 48 mm und ein WP-SAT-Stoßdämpfer. Federwege 200 mm vorne und hinten, also ähnlich wie bei der BMW GS Adventure, deutlich stärkeren Federwege. Auch die Bodenfreiheit ist gar nicht niedrig mit 223 mm. Dafür haben wir natürlich bei den Sitzhöhen schon andere Themen, denn die beträgt 847 mm bis 867 mm. Das bedeutet, der Sitzplatz ist schon ziemlich hoch und ich glaube, gerade für kleinere Leute wird dieses Motorrad jetzt nichts mehr sein. Vielleicht macht ihr euch noch über eine Sache Gedanken und das ist das Gewicht. 228 Kilo soll sie wiegen und damit 1 Kilo leichter als die Vorgängerin. Wie sie das genau gemacht haben, da werden sie wahrscheinlich bei der Präsentation nochmal drauf eingehen. Cool ist es, weil es ist mal ein echter Gegentrend zu diesem ganzen Euro 5 Plus Mopeden, die eigentlich alle Minimum 1 Kilo schwerer geworden sind, soll dieses Motorrad 1 Kilo leichter geworden sein. Achtung übrigens, das Gewicht wird als Ready-to-Race-Gewicht angegeben. Das bedeutet, es ist ein bisschen der Sprit drinnen, aber es ist nicht der volle Tank. Aber ich finde das Gewicht ziemlich beeindruckend mit 228 Kilo. Wenn ich dazu andere Mopeden anschaue, die sind deutlich schwerer. Aber auch bei den Assistenzsystemen haben sie deutlich nachgebessert. Und das erste und wichtigste ist, sie haben dem Motorrad ein neues Display gegeben. Dieses Display hat eine Anti-Reflex, eine Anti-Fingerprint und eine Anti-Chlor-Beschichtung drauf. Das bedeutet, es soll einfach nicht mehr reflektieren. Wenn du mit den Fingern drauf touchst, soll es nicht mehr sichtbar sein und es soll am Ende des Tages auch nicht mehr spiegeln. Ich fand das bei den alten Motorrädern nicht ganz so schlimm, dementsprechend okay, bin ich gespannt, wie es wirklich ist. Sie haben ja auch hier bei den Displays schon einige vorgestellt, die jetzt in Zukunft neu kommen. Dieses Motorrad ist eines der ersten Motorräder, was eben dieses neu vorgestellte Display bekommen soll. Ich bin groß daran interessiert, wie die Einstellmöglichkeiten sind, weil ich bin ja die 1290 Adventure letztens gefahren und da hatten wir ein riesengroßes Thema und das war ziemlich gravierend. Du konntest vom Offroad-Modus in den Onroad-Modus nur mega komplex rumwechseln und ich war mega genervt immer von diesen Herumschalten. Deswegen hoffe ich, dass das neue Bedienkonzept hier deutlich smarter und intelligenter ist. Smarter und intelligenter ist es aber darüber hinaus auch noch. Der Display kann nämlich jetzt auch mit dicken Handschuhen bedient werden.
werden. Also Touchscreen ist er auch und das verändert natürlich die gesamte Art und Weise, wie wir mit dem Motorrad interagieren. Die Frage stellt sich nur, wie langlebig ist es? Wir sprechen hier natürlich von einem der Top of the Top Modelle, die KTM aktuell auf dem Markt schießt. Dementsprechend volle elektronische Hütte. Nicht alles ist serienmäßig, vieles wird optional sein, aber Fakt ist, wir haben jetzt eine Stop-and-Go-Funktion komplett neu verbaut. Das heißt, der Motor wird sich wahrscheinlich abschalten können. Wie das genau ist, haben sie jetzt noch nicht beschrieben, aber ich fand das eigentlich in den Presseunterlagen am spannendsten, dass wir eine Stop-and-Go-Funktion bekommen haben, weil das kenne ich eigentlich so nur aus der Autowelt und nicht aus der Motorradwelt. Wobei, stimmt nicht ganz, es gibt durchaus bei den Rollern das Thema und bei einigen großen Herstellern mit großvolumigen Hubräumen. Dort ist es so, dass sich ein Zylinder zum Beispiel an der Ampel abschaltet, um Überhitzen oder Hitzereduktion zu erwirken. Aber hier Stop and Go heißt für mich Motor aus und wieder anfahren und Motor wieder ein. Also schauen wir mal, wie das in der Realität sich dann verhält. Über den neuen Radarsensor haben wir kurz gesprochen. Das ist fünfte Generation von Bosch und die ist noch kompakter, noch kleiner geworden und man sieht es einfach auch in der Optik, da ist es nicht mehr ganz so präsent. Trotzdem stört es mich persönlich ehrlich gesagt noch immer und ich finde es noch immer einen optischen Mankopunkt, gerade beim Kennzeichen halt da hinten und so. Ich kann mich damit einfach nicht anfreunden mit diesem Radarsystem. Funktion ist geil, gerade in Kombination mit der Automatik ist das schon echt ein Schmankerl. Aber dann auf der anderen Seite meine riesengroßen Troubles mit diesem Ding, wenn ich es einfach tauschen möchte, wenn ich einen Kennzeichenhalter schier finde oder wenn ich allgemein ein Motorrad schrauben möchte, ist das einfach ein Pain in the Ass. Darüber hinaus, was man auf den Erlkönig-Bildern schon gesehen hat, ist, dass sich das Licht deutlich verbessert hat. Wir haben nun ein besseres, hochwertigeres und größeres Licht verbaut. Ich nehme an auch, dass wir Kurvenlicht verbaut haben. Das habe ich jetzt aus den Presseunterlagen noch nicht rauslesen können. Ich nehme es aber an, dass es kommt. Genauere Infos dann auch, wenn wir das Motorrad wirklich bei uns in der Redaktion haben oder es irgendwo auf der Welt testen dürfen. Alles in allem kommt die 1390er ja wirklich brachial daher. Gleichzeitig bleibt das Gewicht aber dann trotzdem recht niedrig mit 228 Kilo. Die große Thematik ist, wenn du 228 Kilo Startgewicht hast, leer oder halt mit ein bisschen Sprit in den Koffer dran tust, dann wirst du doch auf deine 250 kommen. Das heißt, so ungefähr wie der Wettbewerb. Aber der Wettbewerb ist dann in der Serie schon deutlich schwerer. Also mal abwarten, ob es in der Realität dann auch irgendwelche Nachteile hat, dass es so leicht ist, beziehungsweise auch mal abwarten, wie sich die Preisgestaltung dann am Ende zeigen wird. Und eigentlich möchte ich es nicht erwähnen, aber ich weiß, dass es viele machen, dementsprechend erwähne ich es trotzdem. Die Powerparts-Anbringung soll jetzt noch leichter geworden sein. Was das genau bedeutet, haben sie nicht genau definiert, aber es steht drin in den Presseunterlagen: Improvement of KTM Power Sports Integration with less effort required to fit. Das heißt im Endeffekt, dass es leichter Platz finden soll am Motorrad und leichter funktionieren soll auf dem Motorrad. Aber wie auch da stellt sich dann die Frage bei der BMW, das hat man auch festgestellt, bei der GS 1300 Adventure. Das neue System ist natürlich lizenziert und damit haben andere Hersteller Schwierigkeiten, dafür Zubehör anzubieten. Das heißt, ich bin fast genötigt dann zum Originalzubehör zu greifen. Man hat es gesehen, zum Beispiel bei K&M, das Lynx-System, da bietet halt primär K&M-Produkte an oder andere Hersteller zu sehr hohen Preisen, weil sie halt dort eine Lizenzgebühr zahlen müssen. Am Schluss kann man noch aufräumen mit dem Thema, man kann keine Wheelies mehr machen, man kann noch Wheelies machen und das sieht man hier auch auf den Presseunterlagen. Ready to race soll nicht bedeuten unsportlich und langweilig, ready to race bleibt dieses Motorrad und ein Messer zwischen den Zähnen wirst du immer haben, wenn du diese Kiste fährst. Ansonsten hätte ich gesagt, wenn ihr jetzt nichts mehr von Neuheiten verpassen wollt, hier auf diesen Kanal abonnieren oder auf unserer Webseite motorchecker.at, de oder ch. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen, haut rein und bye bye!